einen herzlichen Dank und auch, ja. Und auch dem Gymnasium, somit dem Landkreis, einen herzlichen Dank, dass wir hier diese Aula benutzen dürfen. Wir hätten sonst gar keine Chance, irgendwas auf die Beine zu stellen und zu zeigen. Eigentlich wollte ich auch noch der Julia extra danken. Ich weiß nicht, ob sie es hört, die hat unsere Musik nämlich ganz toll geschnitten. Auch ein Applaus wert. Applaudieren, aber jetzt dürft ihr ein bisschen Pause machen mit dem Applaudieren. Jetzt kommt nämlich unsere tolle Geschichte, ganz schön zusammenhängend, eins greift ins andere. Sterntaler Geschichte kennt, glaube ich, jeder, aber es wird sich wahrscheinlich niemand vorstellen können, wie 140 Kinder dabei spielen, weil wir haben nicht 140 Sterntaler Kinder, muss ich euch gleich sagen. Wir haben viele andere Rollen gefunden, ganz süße, ganz schöne. Ich hoffe, ihr werdet alles erkennen, was die Kinder tanzen und spielen. Teilweise sind unsere Kinder jetzt schon über 10 Jahre bei uns. Da gibt es natürlich dann zu staunen, wie die auf Spitze tanzen mit ihren schönen Kleidern. Teilweise sind die Kinder jetzt im ersten Jahr gewesen. Da gibt es auch zu staunen, was die schon alles gelernt haben. Ich freue mich sehr, jetzt unsere Sterntaler beginnen zu lassen. Was auch immer, bin ich schon gleich beim Bedanken, mache ich gleich weiter. Vielen Dank auch den Leuten, die jetzt teilweise hier sitzen, teilweise hinter der Bühne sind und die Kinder ganz toll betreuen. Braucht man auf jeden Fall auch. Und vielen Dank, habe ich bald, ja, auch ein Applaus.